So Leute, Marc Bellinghaus nochmals. Da ich mal schon so gut in Fahrt bin, möchte ich euch hier diese Pädophilie-Debatte vom Bündnis 90 Die Grünen beweisen, zeigen, vorführen. Und das ist eine direkte Kampfansage an Frau Anna Nicole Heinrich, die sich selbst als Grüne geoutet hat. Und ich fordere sie hiermit auf, wenn sie auch in irgendeiner Weise glaubhaft sein wollen in dieser Kirche, dann distanzieren sie sich von den Grünen. Denn entweder sie gehen zu den Grünen oder sie geben ein offenes Statement. Das ist der Grund auch, warum sie überhaupt nichts, gar nichts für uns Missbrauchsopfer getan haben. Sie zeigen ihre dumme Sockensammlung und reden über ihre ganzen verkappten WG-Sachen. Was ich von ihnen halte, das wissen sie. Das habe ich jetzt schon auch unterschwellig gesagt. Ich wollte Ihnen nur sagen, Frau Heinrich, ich hatte mit 16 Jahren das blutigste Outing vor meiner eigenen Familie, was man sich nur vorstellen kann. Meine Halbschwester, die hier in der Nähe von Münster lebt, kann das auch noch bestätigen und bezeugen. Es gab einen riesen Knall, weil mein ältester Bruder mich umbringen wollte, weil ich am Weihnachten, Heiligabend meiner Familie gesagt habe, dass ich schwul bin. Und ich würde Ihnen raten, Frau Heinrich, wenn man schon wirklich wirkt wie ein Mann und dann noch behauptet, man ist verheiratet, dann macht man sich wirklich lächerlich. Sie machen sich lächerlich, nicht nur vor den ganzen Kirchenmitgliedern, sondern vor allem vor der Gesellschaft. Sie klopfen sich immer auf die Schulter, wie toll und jung sie sind und die jüngste Synodenpräses. Was hat diese Synodenpräses getan? Sie hat uns ihre Sockensammlung vorgeführt und um Geschenke und um Süßigkeiten gebittelt und gebettelt. Sie sind peinlich. Sie sollten wirklich zurücktreten. Bei der nächsten Synode kommt das zur Sprache. Ich werde kommen. Wenn Sie mir den Zutritt verweigern, werde ich Sie anzeigen. Weil ich bin mir schon im Klaren, dass Sie mich verhindern wollen. Sie wollen die Wahrheit verhindern. Die Wahrheit steht vor uns. Pädophilie-Debatte, Bündnis 90 Die Grünen. Und wenn Sie weiterhin auf Klimaschutz und so eine Scheiße hier machen, vor uns allen, wo wir wirklich andere Probleme haben. Ich kenne alte Männer, die als Kind sodomiert wurden, so wie ich. Denen wurde Ich bin kein Zander, ich gehe nicht in Details, aber ich habe genug mitbekommen unter vier Augen und das gebe ich nicht weiter. Und Sie sollten sich schämen, Sie sich schämen, so Dreck sollten Sie sich schämen, dass Sie so ein Scheißtheater hier vollführen mit uns in dieser Kirche, in dieser sogenannten Kirche. Ja? Wenn es hier zum Beispiel, ich guck mal hier, da, Bund Europa-Abgeordneten Daniel Cohn-Bendit. Dieser Mann wurde veröffentlicht mit einem Foto, wo er sich von einem kleinen Kind am Hosenschlitz rumspielen lassen hat. Es ist zum Kotzen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass aus Brandenburg diese Grünen Bündnis 90 verschwunden sind. Weil entweder man ist gegen Kindesmissbrauch, dann ist man auch gegen die Grünen. Weil das ist nämlich ein Widerspruch. Ich lese euch mal eben hier kurz vor. Das ist der Horror pur. Das ist wirklich der Horror pur, was hier steht. Das könnt ihr auf Wikipedia unter Pädophilie-Debatte alles finden. Anfänge ab den 1970er Jahren. Von verschiedenen Akteuren, unter anderem auch von Mitgliedern der Pädophilienbewegung. Ist schlimm genug, dass es sowas überhaupt gibt oder gab. Ich weiß es nicht. Wurde eine Aufhebung und Senkung der Schutzaltersgrenzen und die Legalisierung einvernehmlicher pädosexueller Kontakte angestrebt. Die Unterstützung aus dem linksalternativen Spektrum von den Grünen und der Schwulenbewegung verebbte in den 1990er Jahren, nachdem Feministinnen gegen die Unterstützung der Pädophilien protestiert hatten und als einige der Protagonisten der Pädophiliebewegung Haftstrafen verbüßten. Also es sind von den Grünen, auf Deutsch gesagt, einige verknackt worden. Die sind auch weggekommen. Ja? Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule, Päderasten und Transsexuelle. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule, Päderasten und Transsexuelle, BAG, Schwupp,
setzte sich unter anderem für eine Legalisierung von päderastischen Praktiken ein. Das muss man sich mal vorstellen, Leute. Ja? 1984, das ist jetzt gerade mal 40 Jahre her, erfuhr die BAG Schwupp eine Aufwertung, indem sie dem Arbeitskreis Recht und Gesellschaft der Bundestagsfraktion zugeordnet und der Bundespartei und der Bundestagsfraktion finanziert wurde. Ihr letzter Koordinator war der 2013 bereits verstorbene Dieter Fritz Ullmann, der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern wenigstens 6-mal verurteilt wurde und ab 1980 immer wieder im Gefängnis saß. Zugleich war Ullmann auf Landes- und ab 1985 auch auf Bundesebene bei den Grünen aktiv. 1987 wurde die BAG Schwupp aufgelöst. So und so und so, und das geht weiter und weiter. Da muss man sich mal vorstellen, da haben die eine Katrin Göring-Eckardt als Präses der Synode da hocken gehabt, die noch aus der Zeit stammt. Die Frau ist ja auch schon nicht mehr, ist ja auch schon bald 70 oder über 70 schon. Ja, sie sitzt im Bundestag und auch schlimm genug. Also ich muss euch sagen, Leute, ich bin geschockt. Wie kann man als Kirche so tun, als würden wir es gegen Missbrauch, gegen Kindesmissbrauch tun wollen und hat dann die ganze Kirche mit Grün versifft? Das ist nun mal so. Entschuldige mein French, aber es ist so. Weil ich einfach nicht verstehen kann, dass eine Kirche so dämlich ist. Und wenn man dann zum Beispiel offen wie hier, CDU, ja, da ist das christlich, ist da drin in dem Wort, in der Partei, ja. Und dass ich mal Merkelianer war, da stehe ich auch dazu, das ist nichts Schlimmes. Frau Merkel hat uns zwar keinen Gefallen getan mit dem, was sie tat, und das ist genau der Grund. Unsere Kirche, die kann nicht überleben, wenn sie sich nicht der Gesellschaft anpasst, zumindest insofern, dass man die Leute, die in unserem Land leben, auch erstmal etwas bevorzugt, ja, um es mal ganz freundlich und ganz menschengerecht auszudrücken, weil ich war obdachlos, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man einfach von heute auf morgen seine Wohnung rausgeschmissen wird und keine Wohnung als Alternative angeboten gekriegt hat. In dem Monat 2022, im Juli, wurde ein Mann in der Obdachlosenunterkunft in Münster umgebracht. Der wurde erstochen. Das hätte auch ich sein können. Ich habe schon mal 2 Übergriffe, Angriffe und Überfälle überlebt. Und insofern, denkt mal ein bisschen drüber nach, liebe Brüder und Schwestern der evangelischen Kirche, die wirklich viel zu viel Politik zugelassen haben. Ist ja nicht ohne Grund, dass dieser Mann, der die Frau Heinrich peinlich und interviewt hat, dass er sagt, irgendwas Witze mit roten Socken und grün gesprenkelt. Es ist echt übel. Da wundert ihr euch, dass die Kirchen leer sind. Da wundert ihr euch darüber, ja? Weil ihr hier Politik macht. Da habt ihr eine Frau, die komplett introvertiert ist, die nur über ihre Sockensammlung redet, die wirklich ganz offiziell, da kann sie mich auch dafür anzeigen, dass sie wirklich meines Erachtens nach unter ADD leidet, unter Attention Deficit Disorder. Dass sie einfach dummes Zeug quatscht und an die Spitze gewählt wurde. Von wem denn? Von einem Haufen, könnt ihr euch denken, was ich sagen will, gell? Das geht nicht. Diese Kirche ist wirklich ein Armutszeugnis für uns Missbrauchsopfer. Und deswegen fordere ich als Sprecher von über 400 Leuten, dass es hier einen Neuanfang gibt, ohne eine Frau, Anna Nicole Heinrich, die nach einem sehr tragischen Starlet benannt wurde, Anna Nicole Smith in Amerika. Könnt ihr ja googeln, was mit der passiert ist, ja. Es ist unfassbar. Ich wundere mich die ganze Zeit schon, warum passiert denn hier nichts? Warum passiert denn nichts? Hier, Cornelius Corny Littmann ist ein deutscher Theatermacher, Schauspieler, Regisseur und LGBT-Aktivist. Er ist ehemaliger Vereinspräsident des FC Pauli, lebt in Hammer und Besitzer Schmidt-Theater. Und
wie auch immer. Ihr könnt ja mal reingucken. Es ist sehr interessant. Man findet eine Menge raus. Genauso wie man eine Menge rausfindet über die EKD, über diese ehemaligen Präses der Synode, die wirklich teilweise selbst in der Wehrmacht waren und dann sich so hingestellt haben, als wären sie gegen die Nazis gewesen. Dabei sind sie selbst marschiert und haben Leute umgebracht in anderen Ländern. Das ist das Verlogene, das Scheinheilige an dieser Kirche, der ich angehöre. Und ich weiß nicht, wie lange noch. Denn wenn ich nicht von der Kirche bedacht werde, als der Nachfolger von Frau Annette Kurschus, dann trete ich öffentlich aus und dann werde ich alles veröffentlichen, was ich seit meinen Kindheitstagen gesammelt habe. Und das ist eine Menge, Leute. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Und dann sind die in Erklärungsnot und dann können sie eigentlich dicht machen. Weil dann, wenn dann noch irgendeine Familie das Vertrauen hat, ihre Kinder zu einem Konfirmandenunterricht zu schicken, dann sind sie selber schuld, wenn die Kinder übergrifflich behandelt werden in diesem sogenannten Konfirmandenunterricht. Ich kann euch Fälle erzählen, unterschriebene Fälle von anderen Missbrauchsopfern. Da kriegst du wirklich Angst. Da kriegst du Angst, dass Leute noch weiterhin gläubig sind, sich nennen, gläubig nennen und in die Kirche gehen. Ja? Weil es nichts anderes geht, nur noch um Macht. Macht, Macht, Macht. Es geht das einzige Postengeschara, so wie diese Frau, die uns hier ihre Sockensammlung vorführt und nichts, aber auch gar nichts für uns getan hat. Der ist peinlich scheint, mal über Gott und Jesus Christus irgendwas zu sagen. Habe ich von der Frau noch nie gehört. Komisch, gell? Das ist die evangelische Kirche 2024. Und ich habe die Angst, dass das kein bisschen besser wird. Im Gegenteil. Ich werde zu der Synode gehen, auf alle Fälle. Wenn ihr mich da abhaltet, dann werde ich die evangelische Kirche verklagen, weil ich Teil der Missbrauchsstudie bin. Ihr habt meine Unterlagen, ihr habt meine ganzen Sachen in eure Missbrauchsstudie rein. Ich habe noch kein Wort von niemandem gehört wegen meines Anspruches. Das ist absolut gerechtfertigt. Ich will Gutes tun. Ich will die paar Schäfchen, die noch da sind, denen will ich unter die Arme greifen und sagen, es kann nur besser werden, Leute. Was hier abgeht mit so einer Öko-Tante, die sich da auf den Tisch setzt, mit so einer anderen Frau, die da Ende Gelände, allein deswegen, Frau Heinrich, Sie sollten sich so zu Dreck schämen, was Sie aus der Kirche gemacht haben. Und was Sie vorhaben mit der Kirche zu machen, ist ja noch viel, viel schlimmer. Ja? Ich dulde keine grünen Politik, ganz besonders keine grünen Politik, weil die nämlich Kinderschänder in ganz oberster Stelle hatten. Ihr braucht nur nachgucken unter der Pädophilie-Debatte. Da steht es. Und das ist ja das Schlimme. Diese Kids, die heutzutage für Fridays for Future auf die Straße gehen, die haben überhaupt gar keine Ahnung davon. Die wissen gar nicht, dass die Grünen absolut, absolut schändlich und absolut gefährlich waren für Kinder. Ja? Deswegen kann ich Grün nicht wählen, sage ich ganz offen und ehrlich. Und deswegen sollte dieser Treppenwitz, Robert Habeck, sollte sich schämen, dass er überhaupt noch denkt, darüber nachdenkt, als Kanzlerkandidat anzutreten. Das ist die größte Lachnummer des Jahrzehnts, wenn nicht des Jahrhunderts, dieser Kerl. Was hat er denn getan? Was hat er denn getan, außer seinem hässlichen Fifi, sein Toupet, was er immer falsch rum aufsetzt, ja? Ach, ihr habt das nicht gewusst, dass der Kerl Toupet... Ja, guck mal genauer hin. Herr Dr. Bellinghaus kann euch ganz genau sagen, was hier abgeht in der Politik. Ja, und ich stehe auch dazu, dass ich eine Saskia Esken jetzt angezeigt habe, wegen Volksverhetzung. Es geht nicht, dass diese Frau einfach bei Lanz sitzt und behauptet, dass eine bestimmte Partei Abschiebungen wollte, beziehungsweise hat es wortwörtlich den Begriff Deportationen genannt. Und Herr Lanz hat sie verbessert und sie hat es trotzdem nicht wahrnehmen wollen und hat trotzdem behauptet. Das ist Volksverhetzung pur. Ja? Vor allem, weil da CDU und CSU-Leute auch in Potsdam saßen und Frau Saskia Esken will das nicht wahrhaben, weil ihr Ziel ist natürlich, mit der CDU und CSU zu koalieren nach der nächsten Bundestagswahl. Und das ist ihr Ziel.
klar. Hausfrau möchte nicht am Herd stehen, sondern Hausfrau möchte lieber 10, 15, 20.000 Euro im Monat einstecken. Ja, Frau Esken, schon gut, ja, kann man schon nachvollziehen, oder? Ich wollte euch nur mal sagen, ich bin kein Rechter, Nazi oder sonst was, auch wenn das manche Leute immer wieder so behauptet haben, wegen meiner Abstammung, ja. Ich bin nur auf der richtigen Seite des Rechts, und wenn jemand in der Sendung hockt und macht Volksverhetzung, dann sollte diese Person darauf aufmerksam gemacht werden, dass das ein Rechtsbruch ist. Und ich habe persönlich, das schwöre ich euch vor Gott, ich habe unseren dämlichen Bundeskanzler in sein Amt mitgewählt. Ich habe für die SPD gestimmt, das war das erste, einzige Mal und das allerletzte Mal, das schwöre ich euch auch. Was diese Partei ganz besonders hier in Münster mit mir gemacht hat, das ist schändlich, das ist kriminell und das ist strafbar. Und deswegen werde ich auch für mein Recht jetzt kämpfen und ich werde siegen und ich werde eine ganze Menge Geld verlangen. Denn wenn ein Gustl Mollat 700.000 Euro kriegt für 7 Jahre Qual, dann müsste ich mindestens das Doppelte für 14 Jahre kriegen. Das könnt ihr euch ja ausrechnen. Und ich weiß, dass ich das schaffen werde. Ob mit der Hilfe der evangelischen Kirche oder ohne. Das liegt an ihr. So, jetzt habe ich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber wie gesagt, die Pädophilie-Debatte ist ganz wichtig. Solltet ihr lesen. Und nochmals, ich weiß, dass die Frau Heinrich ganz besonders meine Videos anschaut. Sie sind peinlich. Und deswegen werde ich dieses Video nennen: Anna Nicole Heinrich ist Zeichen, ist gleich peinlich. Weil sie es sind. Sie sind es. Sie haben gar keine Ausstrahlung als Synodenpräses. Sie sind introvertiert. Sie wollen hier ihre feministische Getue durchboxen. Ihr Dauergendern geht einem sowas von auf den Sack. Wenn jemand die deutsche Sprache nicht mächtig ist, ja, wenn man Deutsch sprechen kann und versteht und ganz so ganz normal aufgewachsen und erzogen ist, dann braucht man kein Gendern. Das ist überflüssig, das ist nur hinderlich und es verlängert alles. Es ist Bullshit. Es ist Bullshit. Wenn ich einen sage, die Schauspieler, damit meine ich Männer und Frauen, brauche ich nicht immer innen sagen. Das ist doch irre. Ja? Aber vielleicht ist das ja nur, weil ich so alt bin und schon, ja, wie auch immer. Also Leute, ich habe das Recht zu sprechen, was die Wahrheit ist in unserem Land. Wir sind Gott sei Dank in keiner Diktatur. Und deswegen soll sich diese Kirche, diese sogenannte Kirche, die gar keine Kirche ist, denn wenn sie den Kindern, die sie vergewaltigt, missbraucht, gequält hat über Jahre, wenn sie denen nicht helfen will, dann ist sie gottlos. Oder wie ich es geschrieben habe, Gott los. Dann ist Gott weg von dieser sogenannten Kirche. Speziellen Gruß an Herrn Dr. Anke, der ja auch Rechtsanwalt ist. Vielleicht finden Sie ja was, wo Sie mich belangen können. Ich habe ja noch nicht genug Abmahnungen von Irren, die gedacht haben, sie könnten bei mir was holen. In diesem Sinne, peace out. Denkt drüber nach. Und das Leben könnte so viel schöner sein unter so viel Beschiss und Stuss und Pädophilen.